Ach, verdammte Spinnweben. Auf geht's, Damir. Weniger Blut, Artyom. Bitte. Ich versuch's. Okay. Der Mutant ist tot. Der auch. Nicht nützlich. Niemand gehen, niemand dumm. Wir oh mein Gott. Sinnlos. Besser jagen gehen, dummen finden, zu Sklave machen. Mehr nützlich so. Das ist eine Ablagerung von Leichen. Gott, wie es hier stinkt. Oh Gott. Überall Mutanten. Oh Gott, okay. Ich muss mich weiter leise bewegen. Oh. Kommen aber ein Haufen Ratten her. Muss wohl hier durch. Okay, Taschenlampe aus. Schön im Dunkeln bewegen. Nachtsicht an. Dass man alles schön überblicken kann. Verdammt, da kommt einer. Scheiße. Jetzt macht er auch noch die Funzel an. Na toll, kommt er hier rein? Okay. Da ist niemand, mein Freund. Lauf weiter. Okay, der steht eigentlich ziemlich im Dunkeln. Zeit schlafen zu gehen! Penner. Gut. Die zwei haben nichts bemerkt. Da ist noch einer, der schläft. Okay. Dann lasse ich den mal lieber schlafen. Okay, schön im Dunkeln bewegen. Schön leise. Die drehen sich nicht und hören auch nichts, also kann ich mich an denen vorbeischleichen. Was zur Hölle? Shit, shit. Scheiß Köter. Oh nein. Okay. Jetzt oder nie. Vielleicht gut, dass ja. Halt die Klappe. Okay. Alles klar. Auch der schläft. Machen wir hier noch Fackel aus. Ist ja schön im Dunkeln. Ach, haltet die Schnauze, Scheißköter. Sehr gut. Okay. Durch die Tür. Was? Was zur Hölle? Hundekämpfe. So amüsieren sich also die Sklaven. Und die Herren amüsieren sich mit Sklavenkämpfe. Irgendwie sind sie sich doch ein bisschen ähnlich. Trotzdem sollte kein Mensch versklavt werden. Hier komme ich nicht durch. Hier sind überall so Zelte. Da schlafen Leute drin. Oh Scheiße. Licht aus. Oh Mann, eine Rangelei um die Schlafplätze gibt es auch. Aber hier ist gut Dunkelheit. Hier komme ich gut vorbei. Alles klar. Hier hinten lang. Er schläft. Licht aus. Keiner bemerkt. Okay.
Lebt er noch? Ich glaube, er ist tot. Er ist am Schlafen. Okay, weiter. Wenn sie sagt, wir aufstanden. Ich jetzt bringe, Messer! Warum so lange? Okay. Der ist jetzt am Essen. Hat er seine Wasserpfeife? Sind das alle Sklaven und Obersklaven? Ja, sieht schon so aus. Aber die Obersklaven sind auch nicht sehr nett. Jetzt ist er am Kotzen. Okay, dann kann ich an ihm vorbei. Da schläft auch einer. Okay, Licht aus. Gut. Weiter. Was ist das hier? Waschbecken, Eimer. Das ist eine verdammte Kloake, verdammt. Und der arme Kerl schläft da drinnen. Sehr ekelhaft. Sehr viele Sklaven. Er träumt von Reichtum. Oh oh. Verdammt. Scheiße. Das war knapp. Okay, Glück gehabt. Er läuft wieder zurück. Licht aus. Das war echt knapp. Nichts wie raus hier. Ich brauche frische Luft. Damir, Artyom, Miller hier. Die Aurora ist bereit zur Abfahrt. Wie ist die Lage? Ende. Ganz gut. Da waren mehr Feinde als erwartet. Wir sind auf dem Gelände, aber Giul ist weg. Warten auf unser Signal. Ende. Was zur Hölle ist das denn? Miller, Ende und aus. Erstmal Nachtsichtgerät runter. Mittlerweile ist es wieder Tag. Was? Oh. Alles in Ordnung? Warst du das? Ich habe mir unnötig Sorgen gemacht. Natürlich. Was hast du gedacht? Ich habe gute Neuigkeiten. Der Tank ist voll. Jawohl. Genau das, was wir brauchen. Das ist der Sprit, den wir brauchen, ja. Es gibt aber auch schlechte Neuigkeiten. Das Tor ist verschlossen. Wir können ihn nicht rausbringen. Herr Oberst, Damir hier. Wir haben den Tank gesichert, aber es gibt ein Problem mit dem Tor. Verstanden. Dann gehen wir zu Plan B über. Handelt entsprechend. Siehst du? Das Kabel verbindet das Tor mit dem Turm. Sehe ich. Aber wie kommen wir dahin? Oh, sieht nach einer ordentlichen Festung aus. Ja. Meine Herren, ja, ihr habt doch wohl nicht ernsthaft vor, unsere Festung anzugreifen. Respekt vor eurem Mut, aber es wäre eine Vergeudung, euer Leben einfach so wegzuwerfen. Wer von euch beiden ist der Anführer? Komm hier hoch, wir müssen etwas besprechen. Hör nur, wie dieser Mistkerl redet. Jetzt zeigt er ein völlig anderes Gesicht. Ja. Wir haben ihm einen dicken Knüppel zwischen die Beine geworfen, was seine Pläne betrifft. Genau so sieht's aus. Nimm die Waffe runter und komm hoch. Ansonsten müssen wir ein sinnloses Blutbad veranstalten. Was sollen wir tun? Damir, du bleibst hier. Ich geh nach oben. Öffne das Tor und lasst unseren Gast herein. Wo bist du hin? Ich bin schon hier oben auf dem Turm. Ich habe einen Plan. Okay, Duel. Ich gehe jetzt auch hoch. Ich hoffe, du unterstützt mich, wenn Komm der Baron hoch. Irgendwas Wir packen dich nicht mal an. Versucht. Es sei denn, du möchtest das. Was? Das gefällt mir nicht, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn wir nicht aus dieser Wüste verschwinden, sind wir so gut wie tot. Der Baron hat ihn bestellt. Alles voll mit Sklaven. Wenn das Ding schief geht, werde ich
Naja, ich werde tun, was ich kann. Was gibt es da mit ihm zu reden? Der Baron hat ihn herbestellt, weil er was besprechen will, nämlich... Ach, verdammt, es sind zu viele, um sie zu zählen. Junge, Junge. Rotumarbeiter, Sklaven, sogar ein paar Frauen. Alles voll. Das Quartier des Barons ist vermutlich ganz oben. Wenn ich doch ein verdammtes Auto bin, ist es Komm her! Hä? Mach einen Bogen um die Stinker und dann weiter. Alles klar. Na los, was dauert das so lange, verdammt nochmal? Okay, sie haben richtig gute Waffen. Ich weiß das. Hörst du endlich auf mich zu nerven? Bitte, heilige Flamme, mach das so. Ich mach hier was für den Boss. Wenn dir also irgendwas nicht passt, dann geh damit zu ihm. Das mischt er sich schließlich auch ein, ne? Ich könnte jetzt hier echt das Ballern anfangen. Aber das wäre mein Todesurteil. Jeder hier ist bewaffnet. Du musst zu dieser Zugbande gehören. Sieh dir nur die verdammte Schönheit an, die Wind für den Boss baut. Das ist kein gewöhnlicher Wagen. Was ist das denn? Wir dürfen ihn natürlich nur angucken. Scheiße. Ach du Scheiße. Sei du bloß still, was das betrifft. Du blind? Du bist doch ein Glücksvogel. Der Baron hat einen halben Panzer gebaut. Wir dürfen ihn natürlich nur angucken. Du musst den Umweg nehmen. Ja, sind ein paar Affen auf der Strecke. Alles klar. Sieh dran, verdammt nochmal. Streng dich mal an. Warum zum Teufel haben wir dich gestern gefüttert? Warum der Sicherheitsabstand? Oh, verdammt. Der ist echt wegen seiner Dummheit gefeuert worden. Fandest du das witzig? Das war schon der dritte in dieser Woche. Egal. Sie Idioten. Egal. Was zum Teufel soll ich Kostil jetzt sagen? Mir sind die Primitiven ausgegangen. Gib mir noch ein paar. Scheiße. Diese verdammten Schwachköpfe. Jetzt muss ich eine Nachtschicht einlegen. Bescheuerte Miststücke. Es sind echt viele. Alle bewaffnet. Aber es sind viel mehr Sklaven. Vielleicht kann ich sie irgendwie auf meine Seite bringen. Ich werde dich lehren, wie man dient. Scheiße. Bitte nicht lehren. Leer das Tier, du Penner! Warum Meister töten, großer Mirsa? Sei ruhig. Jetzt sie mich töten. Ich Meister nicht beschützt. Bleib cool, es hat keiner bemerkt. Was ich mache? Bleib cool. Einfach das Licht aus und verhalte dich ruhig. Okay. Den konnte ich wenigstens retten, bevor er ihn totgeschlagen hat. Lächerlich. Einfach lächerlich. Ich hab... Geh einfach die Treppe hoch. Ja, ja. An der Wohnung der Anführer und am Harem vorbei. Dann kommst du zur Tür vom Boss. Alles klar. Na los! Was dauert da so lange? Wer zum Teufel ist das? Scheint zu duschen. Hat der Harem gesagt? Okay. Okay. Du bist ein Hund! Halt deine Pfaffe! Weniger als ein Hund! Scheiße! Das Wasser ist für Menschen! Scheiße! Diesmal sind zu viele im Raum. Verstehst du? Wie wär's, wenn ich dich so benutze? Hä? Beweg deinen Arsch hierher! Ja, Uli Mörser. Wirf das Stück Scheiße hier raus! Mach schon! Scheiße, ist sie tot? Ja, Uli Mörser. Nein, sie lebt noch. Verdammt. Ich hätte ihn umnocken können. Das arme Mädchen. Hast du das gesehen, diese verdammte Nutte? Tja, die muss man erziehen, sonst läuft alles aus dem Ruder. Verdammte Penner. Das ist einer von den Neuankömmlingen. Will dem Boss die Stiefel lecken. Was? Was dauert da so lange? Was ist das denn? Hey, du bewegst dich ja kaum. Hallo? Oh Mann.
Es ist ein Stripclub oder ein Puff. Der Baron hat hier auch wirklich alles. Wo kommst du denn her? Hey, von weit her. Wenn du mit dem Baron gesprochen hast, ich werde dich nicht enttäuschen. Ich verzichte. Tut mir leid. Hab eine Freundin. Ich glaube, hier geht's zum Baron rein. Das sieht ganz so aus. Du bist derjenige, der zum Boss will? Ja. Dann komm rein. Alles klar. Was zur Hölle? Er hat ihr tatsächlich einen Harem. Hey. Hey. Lasst. Verdammt. Ja, ich lauf ja schon. Komisch vor, dass mich deine Dummheiten nicht ärgern. Schon ein bisschen. Tja, weißt du, diese Welt ist rau und chaotisch. Ach. Ich gebe mein Bestes, um etwas Ordnung zu schaffen. Denn ohne Ordnung gibt es keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und ohne Hoffnung kann man nicht leben. So, so. Was willst du von mir? Aber lass uns auf den Punkt kommen. Du bist definitiv nicht hier, weil du die Landschaft so schön findest. Also hast du ein Ziel. Und dieses Ziel ist vermutlich weit von hier entfernt. Ja. Ich habe Respekt vor Menschen mit einem Lebensziel. Daher bin ich bereit, dich mit Treibstoff für deine Reise zu versorgen. Wirklich? Wie nobel von dir. Im Gegenzug verlange ich auch nicht viel. Übergib Giul an mich. Das wird nicht geschehen. Bring sie zu mir, dann haben wir alle gewonnen. Ich bekomme Giul und du deinen Treibstoff. Das kannst du vergessen. Alle werden lange und glücklich leben. Was? Giul ist selbst gekommen. Runter! Mit dir! Okay. Danke, Giul. Okay, jetzt haben wir Ärger am Hals. Wo ist der hin? Von der anderen Scheiße. Seite verschlossen! Fuck! Dieser Feigling! Und jetzt? Meinst du, ich wäre dumm? Ihr wolltet keinen Deal? Jetzt werdet ihr alle sterben! Ja, dann komm doch her! Tötet sie! Oh oh, jetzt haben wir den ganzen Turm am Hals. Ach du Scheiße! Ja, da kommen sie, da kommen sie! Das ist für dich, dreckiger Wurm! Ah, verdammt! Ah, verdammt! Artyom, was ist los? Wir haben ordentlich Ärger, das ist los! Giul, du bist schwach und du schätzt die Schwachen. Aber so funktioniert die Welt nicht! Scheiße! In ihr gewinnen immer die Starken! Okay, langsam, langsam! Unsere Alles klar, Stärke den habe ich. Liegt in unserer Einheit. Oh, da drüben in ist auch noch einer. Durch diesen einer weniger. Glauben können wir sie behüten, anleiten, davor beschützen, in der Wüste okay. zu verschwinden. Okay, nachladen. Aber du, Giul, du führst deine Leute in die Irre. Sie halten Na, komm schon. Dich für ein Idol. Du hast diese Aura der Rebellion. Die Anziehungskraft des Verborgenen. Eine Aura der Probleme, Oh, ist der auch irgendwann mal fertig mit Quatschen? Zum Glück wird sie nach deinem Tod verrauchen. Okay. Okay. Ich weiß nicht, wo er steckt, der Letzte. Warum spricht er nicht mehr? Ich weiß es nicht. Artyom! Ich gehe da rein, bevor der Hund wegläuft. Alles klar. Ich fange ihn und öffne die Tür für dich. Okay. Warte. Oh, warte mal. Jetzt habe ich ordentlich Feuerkraft. Ach du Scheiße, und ich glaube, die brauche ich auch. Wo willst du hin, du Schwätzer? Da kommt ein Fettsack! Oh Gott! Ah! Oh! Fuck!
Shit. Wie erledige ich den? Monatev-Cocktail. Genau. Und dann nehme ich vielleicht das Kaliber mal. Und dann wird aufgeräumt. Da bist du ja. Ja, hier. Kannst eine Runde brennen, du Arschloch. Ah, fuck. Nicht viel gebracht. Hat nicht viel gebracht. Hier. Oh, da sind noch mehr. Okay, alles klar. Jawohl. Oh, oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Shit. Erwischt. Ah, erwischt. Okay. Einer ist sicherlich noch da. Irgendwo. Oh Gott, da sind noch mehr. Was? Oh. Die Spartaner, mein Gott. Sieh dir das Blutbad an. Du hast voll aufgedreht, was? Oh ja, darauf kannst du einen lassen. Was war das? Beeindruckend. Das ist also der Plan, von dem Gyul sprach. Ja, das ist der Plan. Raus da! Ich schicke Leute, um euren Rückzug zu decken. Alles klar. Die Tür gibt nach. Brechen wir sie auf, Artyom. Warte ganz kurz. Auch noch ein paar Sachen von denen. Ah, der hat auch noch was Nützliches dabei. Ich komme. Artyom! Ich komme. Was zur Hölle? Hey, hey. Ganz ruhig, Baron. Ganz ruhig. Es ist vorbei. Scheiße. Juden, halt dich fest. Okay, gut. Alles klar. Verdammt nochmal. Ja. Dann überlebst du nicht, Kumpel. Das war's. Tor offen. Der Kesselwagen wird angekuppelt. Er ist tot. Du gibst meinen Leuten Hoffnung. Das werde ich niemals vergessen. Aber für mich hat dieser Krieg erst begonnen. Ich muss ihn zu Ende bringen. Muss siegen. Sie kommt wohl nicht mit uns. Lass uns gehen, Artyom. Danke, dass du meinen Leuten geholfen hast. Kein Problem. Ich bin immer in deiner Schuld. Ja. Dafür sind Waffenbrüder da. Hallo, Schatz. Ach, Gott. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Astreiner Schuss, muss ich mal sagen. Oh. Das war's mit dem Baron. Sein Turm.